Io passerei la parola a questo punto al direttore della Brilliant Savoren School di Berlino. Yes. Sì, facciamo insieme. Chiamiamo l'interprete. Prego. Also ich habe eine ungefähre Vorstellung von dem, was gerade geredet worden ist. Ich bin Rudolf Enzel, ich bin der Schulleiter der Brea-Savaran-Schule und ich darf mich als erstes erstmal bedanken für den freundlichen Empfang. Sono il direttore della Savaran-Schule e desidero ringraziare per la gentile accoglienza. Wir sind ja heute unter anderem hier versammelt, weil wir eine Kooperation abschließen wollen zwischen der Schule hier und unserer Schule. Und so wie sich das anlässt, denke ich, wird das eine gute Kooperation. L'interesse è quello di sviluppare la cooperazione tra la loro scuola e la scuola alberghiera e già le premesse ci sono tutte per un'ottima collaborazione. Ich möchte Ihnen kurz unsere Schule vorstellen. Die Brea-Savaran-Schule ist ein Oberstufenzentrum und das bedeutet, wir sind die Schule in Berlin, an der alle gastgewerblichen Berufe ausgebildet werden. Allora, lui desidera presentare la scuola, che è una sovraistituzione presso la quale tutte le scuole professionali, alla quale tutte le scuole professionali fanno riferimento. Unsere Schule ist benannt nach Anthelm Brea-Savaran. Das war leider kein Italiener, das war ein Franzose. Savarin war non è stato un italiano, era un francese, un filosofo francese. Aber der Name Brea-Savaran ist allen geläufig, die im Gastgewerbe arbeiten. Brea-Savaran war auch kein Koch, das war ein Feinschmecker. Und er hat zu seinen Lebzeiten, sehen Sie dort ein Buch geschrieben, was auch heute noch Bedeutung hat, nicht wegen der naturwissenschaftlichen Grundlagen, die sind überholt, aber wegen der vielen Aphorismen, die da enthalten. Lui non era un cuoco, ma era un buon gustaio e ha scritto un libro ai suoi tempi che ancora oggi è molto conosciuto non tanto per le qualità scientifiche quanto per gli aforismi che riporta. Der Name Brea-Savaran lebt heute auch noch in einigen Gerichten. Es gibt den Savaran, das ist ein rundes Hefegebäck, ein Dessert, eine Süßspeise. Il Savarin è anche una, un dolce adesso, un dolce a base di pasta. Non so se lo conoscete. Und es gibt auch einen Käse, der nach Brea-Savaran benannt ist. Und schlichte Gemüter sagen dann, ja, das ist die Käseschule, aber das trifft so nicht zu. E c'è anche un formaggio che prende il nome da Savaran. Wir haben ein Motto, nach dem wir unsere Schule ausrichten. In Deutsch heißt das kompetent, schülerorientiert, weltoffen. Orientiert, weltoffen. Allora, il motto della loro scuola è appunto sviluppare le competenze e per l'apertura verso il mondo. Kompetent heißt für uns, dass unsere Schüler all das lernen sollen, was für ihren Beruf wichtig ist und auch ein bisschen darüber hinaus. Also Fachkompetenz, Sozialkompetenz, Methodenkompetenz. Ich denke, dass wir ihnen damit ein gutes Handwerkszeug für ihren beruflichen Start geben können. Allora, competenza è quello che riguarda chiaramente le competenze della professione, ma che vanno anche oltre, quindi competenze professionali e anche sociali e anche psicologiche, perché è tutto quello che forma una buona professionalità.